einmal aus der Schule zurück. Ich habe in jeder Schulstunde geheult, das hat keiner gemerkt, zum Glück. Aber es hat so weh getan. Das Schlimmste ist, dass alles, was ich mache, alles, was ich anziehe, alles, was ich sehe, erinnert mich an ihn. Einfach alles. Mein Hund. Dinge laufen nicht besonders gut. Aber es wird besser werden. Ich war heute bei so einer Art Therapiestunde und habe mit einem Jungen geredet, der sehr viel Ahnung davon hat. Und ich sehe auch minimal verheult aus, aber es hat mir sehr gut getan. Den besten Tipp, den ich euch eigentlich geben kann, haltet euch von der Person, die euch verletzt hat, fern. Und sobald ihr alles geklärt habt, blockiert ihn einfach überall seine Nummer, damit er nicht eure Instagram-Account anschauen kann. Denn ich weiß, wie viele Mädchen, me too, nur Dinge in der Story posten, damit das irgendein Junge sieht. Um ehrlich zu sein, es ist verdammt schwer, das alles. Aber wenn es für immer bestimmt wäre, dann wärt ihr immer noch zusammen. Aber es gibt immer einen neuen Plan für euch. Es gibt immer einen neuen Weg für euch. Kann mir jemand erklären, wie mich jemand so verletzen konnte, der mir so viel bedeutet hat? I'm very hurt. Trennungen sind verdammt schwer und ich kann aber noch nicht wirklich drüber reden. Mit niemandem wirklich. Also mit meiner Mama kann ich drüber reden und mit der besten Freundin von meiner Mama, weil sie sich da psychologischerweise auf einer psychologischen Ebene sehr gut mit auskennt. Und jetzt, ich sehe alle Kommentare und Leute kommentieren unter meine Bilder. Die sind nicht mehr zusammen, seid ihr noch zusammen? Wenn man den ganzen Tag versucht, sich abzulenken, den ganzen Tag versucht, was zu machen, was einen nicht an diese Person erinnert, man bekommt hunderttausende Fragen, hunderttausende Gerüchte. Und ich kann es keinem vorwerfen. Ihr habt aber nicht alles mitbekommen. Ihr habt nicht mitbekommen, dass es mir super gut ging in den letzten Wochen, dass ich, ihr könnt das natürlich nicht mitbekommen, dass ich gar nicht mehr an diese Person gedacht habe. Wirklich. Sowas habt ihr nicht mitbekommen und sowas kann man auch nicht mitbekommen. In meinem Kopf habe ich gar nicht mehr drüber nachgedacht, weil ich mit dem allen so selber so abgeschlossen habe. Und jetzt, während ich gerade alles verarbeitet habe, muss ich durch das Ganze nochmal durchgehen, weil ich es meiner Community erklären muss. Denn mir geht's erstaunlich gut. Mir ist das auch aufgefallen bei anderen Beziehungen auf Social Media. Es geht euch einfach einen Dreck an, was da in deren Leben passiert. Auch Leute, die schreiben zum Beispiel bei Jonas und Denise, die sich letztens erst getrennt haben. Ihr wisst nicht, wie schwer ihr es diesen Leuten macht mit euren Kommentaren, wie nein, ihr wart so süß zusammen. Ihr wisst nicht, wie schwer ihr es diesen Menschen macht. Ja klar, sie stehen in der Öffentlichkeit, sie sind immer noch Menschen und wenn du das nicht realisierst, dann sollst du vielleicht einfach mal Social Media löschen, denn du tust anderen Menschen damit weh. Und diese Person bedeutet mir immer noch so unendlich viel. Aber es ist Zeit, dass diese Person nicht mehr in meinem Leben ist. Und ich kann auch nicht mit dieser Person befreundet sein, weil mir sehr wehgetan wurde und so ist das einfach. Ich kam gar nicht klar, ich konnte nicht essen, ich habe, glaube ich, so viel an Gewicht verloren. Mir ging es richtig dreckig, um ehrlich zu sein. Vor allem, ich glaube, die ersten 4 Tage, ich musste ja auch in die Schule und ich konnte über nichts nachdenken. Und mir, was das Problem beim Verarbeiten ist, dass egal was man macht, es kommen immer Erinnerungen. Dann kamen so richtig komische Erinnerungen von vor 4 Monaten hoch. Und dann kommt die nächste Erinnerung, die nächste. Und das ist halt, wie man das verarbeitet. Und irgendwann sieht man es ein. Und wenn man mit seinen Geliebten, so, nein, nicht Geliebten, wenn man mit seinen Liebsten darüber redet, also zum Beispiel mit meiner Mama habe ich sehr viel darüber geredet und dann kriegt man das auch irgendwann hin, aber es ist verdammt schwer. Und an alle, die das durchmachen, ihr schafft das. Ja, denn ich bin immer noch die gleiche Person. Wahrscheinlich sogar glücklicher, um ehrlich zu sein. Ihr kennt mich, ich versuche immer positiv zu bleiben und das werde ich auch. Und das klingt total dumm, weil ich ein 16-jähriges Mädchen bin und dass ich solche kleinen Probleme habe, aber wenn euch etwas belastet, dann ist es egal, wie groß, wie klein es ist. Und wenn euch etwas belastet, dann muss man das ernst nehmen. Und lasst euch von niemandem sagen, dass man das nicht ernst nehmen sollte. Sollte man niemanden belächeln. Jeder hat seine eigenen Probleme und nur weil
die einen die preisgeben und die anderen nicht. Ja. Und um ehrlich zu sein, ist es schwer, wenn nach einer Trennung erstmal zu sich selbst zu finden. Und ich konnte nicht alleine sein. Ich konnte nicht alleine in meinem Zimmer sein. Es war so schwer, weil ich sofort, sobald meine Tür zu war, habe ich angefangen zu heulen. Und wenn man mit anderen ist, dann heult man ja nicht. Also. Und ich konnte nicht alleine sein. Und im Moment bin ich total gerne alleine. Ich mache total gerne was mit meinen Hunden. Ich gehe Gassi. Ich denke so viel nach. Und ich bin so glücklich dabei. Und ich glaube, das ist, was man erreichen muss. Denn wenn man alleine glücklich sein kann und mit sich selbst zufrieden ist, dann kann man auch mit anderen glücklich sein. Das ist, was ich glaube. Und man muss auch erstmal wieder seine, nicht Selbstliebe, aber man muss erstmal wieder mit sich selbst zufrieden sein. Denn man sucht ja echt oft die Fehler bei sich selbst. Man denkt sich so, ja, ich bin nicht gut genug für irgendjemanden. Aber es stimmt nicht. Es gibt so viele Menschen da draußen, die einen lieben. Und manchmal vergisst man das, aber es ist echt wichtig, dass man sich daran erinnert. Und das habe ich in der Zeit auch irgendwie gebraucht, weil ich das Gefühl hatte, dass ich komplett alleine bin. Ich habe mich echt alleine gefühlt. Aber meine Mama war immer für mich da, mein Papa war immer für mich da. Es war so süß, wir haben Mario Bros gespielt jeden Tag. Ihr habt trotzdem Gerüchte verbreitet, ihr habt ihn angeschrieben und gesagt, dass ich ihn anscheinend betrogen hätte. Ihr habt solche miesen Sachen abgezogen. Mit ihr meine ich nur gewisse Personen, nicht alle. Also ein paar Personen haben sowas abgezogen. Also nicht nur ein paar, das waren schon so 50 bis 60 Leute. Leute haben immer versucht, diese Beziehung zu zerstören, was ich sehr schade finde, denn sonst war Social Media immer ein Raum für mich, in dem es nur um positive Dinge ging. Und ich teile so viel Positives aus meinem Leben und ich teile jetzt mit diesem Video auch was Negatives, was sich aber in was Positives umgekehrt hat. Und deshalb ist es im Nachhinein gut und ich hatte so eine wunderschöne Zeit mit ihm. Ich bin so unendlich dankbar, dass ich so eine tolle erste Beziehung hatte. Und natürlich tut dieser Liebeskummer sehr, sehr, sehr weh. Aber ich habe auch sehr viel daraus gelernt und ich hatte erst das erste Mal in meinem Leben das Gefühl, dass ich mich zu 100% selbst akzeptiere und selbst liebe. Ich habe früher immer danach gesucht, dass es jemanden gibt, der mir Selbstliebe zeigt und mich so erfüllt, wenn ihr wisst, was ich meine. Aber im Moment bin ich komplett zufrieden damit, das selber zu machen. Ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt. Hallo, es ist mittlerweile fast ein halbes Jahr vergangen seit der Trennung. Und ich habe schon so oft darüber nachgedacht, wann ich das Video posten soll und wann nicht. Und zum einen war ich noch nicht bereit, es irgendwie im September zu posten, weil die Trennung halt im August war. Irgendwann war ich so glücklich, dass ich auch nicht mehr damit konfrontiert werden wollte, dass ich einfach darüber hinwegkommen wollte und so, wisst ihr. Aber ich denke, mittlerweile ist eine gute Zeit. Ich bin komplett drüber hinweg, also schon seit Monaten, würde ich sagen. Und ich dachte, ich kann jetzt einfach mal offen darüber reden und es wird ein total langes Lava-Video. Ich habe vorhin die traurigen Szenen geschnitten und ich werde nicht alles reinschneiden, dieser Mental Breakdown ging 30 Minuten lang, als ich gerade von der Schule einen Tag nach der Trennung nach Hause kam. Aber ich habe es gar nicht mehr so krass in Erinnerung. Also in meinem Kopf ist es einfach nur, dass ich traurig war und so, aber ich habe so ein Gehirn, das einfach so alle negativen Gedanken aus meinem Kopf ausblendet. Das macht das einfach, was auf der einen Seite gut ist, wenn man jetzt gerade über was nachdenkt, wenn man traurig ist oder so. Aber wenn man über seine Vergangenheit nachdenkt und dann über eine Trennung nachdenkt und denkt, ja, die war gar nicht so schlimm, dann ist das nicht die Realität. Falls manche Leute jetzt komplett verwirrt sind oder komplett neu sind, ich war mit einem Jungen für 7 Monate zusammen. Meine erste große Liebe, meine erste Beziehung. Ich war eine Austauschschülerin in Amerika, also mussten wir nach 5 Monaten Beziehung eine Fernbeziehung anfangen für 2 bis 3 Monate. Er kam nach Deutschland, meine Eltern haben ihn eingeladen. Ich habe so viel Geld für ihn bezahlt. Ich glaube insgesamt 1.500 Euro. Und ich bereue es nicht. In einer Beziehung gebe ich immer zu 100%. Oder zumindest habe ich in der Beziehung zu 100% gegeben und würde es wieder für eine Person tun, die ich liebe. Aber letztendlich habe ich nichts zurückbekommen und es geht nicht um Geld. Es geht hier nicht um Geld. Auch wenn das teuerste Geschenk, was er mir jemand gemacht hat, oder das einzige Geschenk, ein Blumenstrauß für 4 Euro war. An Valentinstag. Ich bin so einer der Mädchen, die nicht viel erwarten. Also, ich weiß nicht, vielleicht sollte ich mehr erwarten in der nächsten Beziehung. Vielleicht sollte ich erwarten, dass die nächste Person nicht meinen 16. Geburtstag vergisst. Aber das ist ja jetzt gelaufen. Oder dass die nicht den 6 Monate vergisst. Oder solche Sachen halt.
dass man sich einfach Mühe gibt und dass ich die gleiche Mühe zurückbekomme, die ich in eine Beziehung hineinstecke. Ich glaube, das war mein größter Fehler, dass ich mich mit so vielem zufrieden gegeben habe. Und ich bin dieser Person unendlich dankbar. Ich bin ihr unendlich dankbar. Ich würde niemals schlecht über diese Person reden, weil ich die wunderschönsten 7 Monate überhaupt hatte. Wir hatten nie einen einzelnen Streit. Was vielleicht ein Grund sein könnte, denn so haben wir nie gelernt, wie man mit Problemen umgehen kann. Und deshalb war dann halt direkt Schluss bei dem ersten kleinen Mini-Problem. Und manchmal denke ich mir, vielleicht wären wir noch zusammen, wenn ich da wäre. Und ich denke dann so, ja, wir wären sicher noch zusammen, wenn ich dort wäre. Aber will ich wirklich in einer Beziehung sein, die so mühelos ist, dass man nur zusammen ist, wenn man Zeit, also dass man vom Raum halt auch her zusammen ist? Nein, ich will jemanden, der mich liebt, egal wo auf der Welt ich gerade bin. Und das war's wohl nicht. Den Grund kenne ich bis heute nicht. Ich habe seit einem halben Jahr kein einziges Wort mehr mit ihm gewechselt. Oh, doch. Doch, habe ich. Oh, jetzt gelöscht, stimmt. Da muss ich auf einen Chat geben, weil ich ja Screenshots gepostet habe, geschickt habe. Er hat, ich glaube, bis vor kurzem noch auf seinen Snapchat-Stories über mich gepostet. Er schreibt mit deutschen Fans über mich, was ich respektlos finde. Von den Fans, also von Fans, von den Zuschauern, genauso wie von ihm auch. Mir hat letztens ein Mädchen geschrieben, dass ihre Freundin mit meinem Ex-Freund schreibt und ich finde das so respektlos. Du schreibst gerade mit einem Ex-Freund von einer YouTuberin, die du nicht mal persönlich kennst. Außerdem hat eine Freundin in meinem Freundeskreis meinen Ex angeschrieben und wollte mit ihm snappen. Und eine Freundin aus Amerika, die ihn auch kannte, hat dann irgendwann auf seine Story hochgeswiped, weil er die ganze Zeit über mich geredet hat und über unsere Beziehung, ehemalige, was auch immer, und hat gefragt, was zwischen uns war. Und dann hat er darauf geantwortet, ich übersetze es jetzt ins Deutsche. Also kurz gesagt, hatte ich das Gefühl, dass ich langsam Gefühle verloren habe und ich glaube, es war auf jeden Fall wegen der Beziehung, ich weiß es nicht wirklich. Und dann habe ich versucht zu warten und zu gucken, was passiert und einfach weiterzumachen. Aber dann hat sie es angesprochen und ich konnte nicht weiter lügen. Also ja. Und dann hat sie mich überall blockiert, wo man überhaupt jemanden blockieren kann. So ungefähr. Dann am 13. November, drei, vier Monate nach Beziehungsende, hat er mich angeschrieben. Er hat die Nachrichten mittlerweile zurückgezogen, aber ich habe Screenshots. Er hat geschrieben, seitdem du mich, oder nein, so kann man es nicht übersetzen. Da du mich überall blockiert hast, ich weiß über deine dummen, kleinen, süßen Poems, also Poems sind Gedichte, die ich mal im Video vorgelesen habe, in meinem englischen Vlog. Der Vlog war auf Englisch, also konnte er den auch verstehen. Dann hat er gesagt, rede nicht schlecht über meinen Rücken in irgendwelchen, was heißt shady way. Also rede halt keine Kacke hinter meinem Rücken, lästere nicht über mich, sag es zu mir ins Gesicht, mal ehrlich oder sag es gar nicht. Das ist so kindisch. Sag es mir ins Gesicht oder red nicht über mich. So geht man nicht mit mir um. Ich war so sauer. Ich war gerade bei einem Fotoshoot und ich... Oh, ich werde schon wieder so sauer, weil ich kann es nicht ab, wenn mir Leute was unterstellen. Das Video war auf Englisch. Er hätte es gucken können, vielleicht hat er es geguckt. In dem Poem ging es um einen Jungen, der mit Mädchen spielt, mit sehr vielen Mädchen und der ein Mädchen betrogen hat und dann mit noch anderen Mädchen und jetzt mit dem Mädchen zusammen ist. Hätte er zugehört, dann wüsste er selber, dass es nicht um ihn ging. Und das habe ich auch geschrieben. Ich kann dir alle meine Poems schicken. Die einzigen, die ich jemals über dich geschrieben habe, waren die, wie sehr ich dich geliebt habe. Die ich in meinem Video vorgelesen habe, waren über bla bla bla. Also, ich habe die im August 2018 geschrieben. Und ich rede nicht schlecht über dich. Niemals. Also, das kann man nicht übersetzen, aber denkt euch einfach. Und du verstehst zwar nicht, was ich in meinem deutschen Vlog sage, aber nachdem du alle Posts über... also Post von uns beiden gelöscht hast auf Instagram, musste ich über die Trennung öffentlich reden, da ich die ganze Zeit konfrontiert wurde. Du hast es ausgelöst, dass jeder davon wusste. Ich habe nie was darüber gesagt. Ich habe immer nur gute Sachen über dich gesagt und in keiner Weise kindisch gehandelt. Ich muss nicht über irgendjemanden schlecht reden, vor allem nicht über jemanden, über keine Person, in die ich mal verliebt war. Hast du überhaupt zugehört? Eins davon ist über Sommer und meine beste Freundin. Eines der anderen Poems ist über einen Jungen, der mit sehr vielen Mädchen geschlafen hat, das du ja nicht getan hast. So, also wieso fühlst du dich angegriffen? Dann ist da noch eins, was mit Betrug und vielen Mädchen zu tun hat. Also, wieso denkst du, das ist über dich? Und dann gibt's noch einen, in dem ich gesagt habe, I like you, but we hung out and you showed me there's no need of personality. Und das kann anscheinend nicht über dich sein. Dann hat er geschrieben, okay...
Ich entschuldige mich, aber mir wurde gesagt, dass das über mich war. Und eines von denen klang auf jeden Fall so, als wäre es über mich geschrieben. Und dann hat er noch geschrieben, es tut mir leid, dass ich die geschrieben habe. Und dann habe ich ihm am 21. Dezember geschrieben, weil ich eine Einverständniserklärung von ihm brauchte, dass ich Clips nehme, in denen er zu sehen ist für mein 2019 Video. Und dann hat er noch frohe Weihnachten gesagt. Das war alles. Also das war unsere letzte Konversation, die wir hatten. Also es war vor einem Monat, aber die war einfach nur, als würde ich mit einem Fremden reden. Also wirklich, ich habe... Jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, ist er so fremd für mich, weil ich nur diese Erinnerung in meinem Kopf habe, aber ich weiß nicht mal mehr, was sein Lieblingslied ist. Ich weiß ein paar Lieder, die er mal gehört hat, aber ich weiß noch sein Geburtsdatum. Ich weiß nicht mal, wie seine Stimme klingt. Ich weiß nicht mehr, wie er riecht. So, ich habe letztens ein Parfüm gerochen und ich wusste, dass es seins war. Ich wusste es einfach. Und das war so seltsam, weil mein Gedächtnis noch wusste, wie das riecht, aber ich habe nicht wirklich drüber nachgedacht. Ich dachte mir so, hä, ich kenne das doch, aber von wem kenne ich das? Und er so, ja, ich habe es in Amerika gekauft. Und ich so, wow, ich weiß, von wem das ist. Ich finde es krass, dass eine Person, die man mal geliebt hat, anscheinend war er nie verliebt, so, sonst hätte er nicht so schnell aufgegeben. Ich glaube, für ihn war ich einfach ein Abenteuer. So, das ist einfach meine Meinung. Es war spannend, mit dem Austauschschüler zusammen zu sein. Ich habe sein Leben nur positiv bereichert. Ich war nie stressig oder so. Und dann anscheinend war das wohl schön für ein paar Monate, 7 Monate. Aber im Nachhinein, ich bin einfach nur zu 100% dankbar für diese Beziehung. Das einzige Negative, was ich aus dieser Beziehung habe, ist, dass ich jedes Mal, wenn ich jemanden kennenlerne, dann habe ich das Gefühl, dass ich die Person nerve oder dass ich in irgendeiner Art und Weise nicht gut genug bin. Also ich habe letztens einen Jungen kennengelernt und ich fand ihn echt sehr attraktiv. Und egal von allen Beauty-Standarden, keine Ahnung, das ist kein Wort auf Deutsch, man sollte einfach wissen, was man wert ist. Und das, ich dachte, ich hätte das gelernt. Ich dachte, ich hätte mein Selbstbewusstsein wiederbekommen komplett, weil nach der Trennung habe ich alles verloren. Jegliches Selbstbewusstsein, was ich vor der Beziehung, in der Beziehung aufgebaut habe, war komplett weg. Und ich arbeite immer noch daran, das alles wiederzubekommen, denn es ist kein gesundes Selbstbewusstsein, wenn alles an einer Person hängt, also abhängig von einer Person ist. Ja, und jetzt hatte ich einfach das Gefühl, als ich diesen Jungen kennengelernt habe, dass ich nicht wert bin. So, keine Ahnung, dass man mich anscheinend nicht lieben kann, keine Ahnung, dass ich wohl nicht gut genug bin. Denn ich weiß nicht, was ich in der Beziehung hätte anders machen können. Ich hatte das Gefühl, dass ich die beste Freundin war, die ich jemals hätte sein können. Ich war bei allen seinen Spielen. Ich habe immer alles gemacht. Ich war nicht aufdringlich. Ich habe ihm Zeit mit den Jungs gegeben. Ich habe nicht rumgeheult, als er lieber 2 Tage lang gezockt hat, jede Sekunde, anstatt mit mir für 5 Minuten zu schreiben oder für 5 Minuten mich anzurufen, obwohl wir in einer langen Beziehung, also in einer Fernbeziehung waren. Ich habe nie rumgestresst, so, wisst ihr? Und ich hätte so schlimmer sein können, aber ich war so unterstützend bei allem und jedem. So, ich weiß nicht, was ich noch hätte besser machen können. Und dann verliert man einfach so Gefühle für jemanden, der sich so krass bemüht. Und meine Mama sagt, er war zu kindisch für mich, und weil er nicht wusste, was er will in seinem Leben. Und ich bin so, ich weiß genau, was ich will in meinem Leben. Ich habe große Träume, ich habe große Ziele und er hat nur sehr kleine Ziele. Und sie meinte, dass solche 2 Menschen nicht zusammenpassen, die so verschiedene Lebensansichten haben, was auch stimmt. Ich glaube, das Schlimmste an der Trennung war, dass wir telefoniert haben und ich vorher schon wusste, dass irgendwas falsch ist. Aber ich dachte, das wäre ein Problem, an dem man arbeiten könnte, und dann wäre es vorbei. Aber innerhalb von 40 Minuten Telefonat war die Beziehung zu Ende. Und er klang an dem Telefon so fremd, dass ich mich gefühlt habe, als würde ich mit einer Hotline telefonieren. Und dann bin ich hoch zu meiner Mama ins Zimmer gegangen, habe angefangen zu heulen und ich wusste nicht, was los war. Ich habe eine Woche lang durchgeheult und danach ging es eigentlich. Ich war immer noch sehr, sehr traurig, aber ich habe nicht mehr geheult. Das war ja mitten in der Schulzeit, also es war mitten, ich musste jeden Tag in die Schule. Und mein Kopf, ich weiß nicht, was mit meinem Kopf falsch ist, aber egal, wo ich hingeguckt habe, egal, was ich gemacht habe, egal, worüber ich nachgedacht habe, es kamen Erinnerungen von vor 6 Monaten hoch, vor ein paar Tagen, an die ich noch nie gedacht habe. Es kamen so seltsame Erinnerungen hoch. Ich konnte mein Kissen angucken und dann hatte ich ein Bild vor Augen. Ich konnte meinen Hund angucken und ich habe angefangen zu heulen. So, wisst ihr, es war einfach, alles hat mich an ihn erinnert. So, das war so seltsam. Und auch als ich in der Schule saß, ich konnte einfach keine Tränen zurückhalten, aber ich konnte auch nicht in der Schule anfangen zu heulen. Das hat niemand gemerkt. Und irgendwie war das auch ziemlich bedrückend, weil ich das Gefühl hatte, dass man so unbedeutend in dieser Welt ist, dass sich jeder nur um sich selbst kümmert und dass, obwohl ich
wirklich, dass ich... Ich war nicht so wie ich selbst. Ich habe 2 Wochen lang nicht geredet, gar nicht. Ich habe nicht über irgendeinen Witz gelacht. Es hat niemand gemerkt, es hat niemanden von meinen Freunden gejuckt. Und ich glaube, das ist das so Traurigste daran. Oh, jetzt werde ich traurig nur deswegen, weil man so unbedeutend in der Welt ist. Und meine beste Freundin, okay, meine beste Freundin und meine Familie haben alles getan, dass es mir besser ging. Und ich konnte nicht alleine sein. Denn jetzt, sobald ich alleine war, habe ich irgendwann Zeugen. Ein paar Tage nach der Trennung am Wochenende bin ich an einen Strand gefahren, an einen See. Und ich wollte mich da mit Freunden treffen zum Wasserskifahren. Und ich wurde dort sitzen gelassen. Die Freunde sind nicht aufgetaucht. Und ich hatte die in dem Moment so gebraucht. Und dann hatte ich die dumme Idee, auf dem Rückweg, auf dem Fahrrad, ihm zu schreiben, ihn zu entblocken und zu fragen, so, hey, was ist eigentlich der wirkliche Grund? Also der erste Grund, den er mir genannt hat, der ursprüngliche Grund, von wegen, dass er einfach nur Zeit für sich braucht und das Gefühl hat, dass er nicht gut genug für mich ist und dass er nicht weiß, was er im Leben will und einfach ein bisschen lost ist, der stimmte nicht. Den hat er nur gesagt, damit ich mich nicht schlecht fühle, so. Obwohl ich mich deshalb schlecht gefühlt habe, weil ich ihm helfen wollte. Ich wollte ihn unterstützen. Ich wollte nicht, dass er in so einer Phase im Leben alleine ist. Warum bin ich so? Und dann hat er mir erzählt, dass er keine Gefühle für mich hat. Und das war ungelogen. 1 Woche, nachdem er in Deutschland war. 1 Woche, nachdem er mir einen Promise-Ring gegeben hat. Das heißt, dass man diesen Ring irgendwann mit einem Verlobungsring ersetzen möchte. Und dass man diese Person so liebt, dass man... So wisst ihr... 1 Woche, bevor er mit mir Schluss gemacht hat. 1 Woche, bevor er mit mir Schluss gemacht hat, hat er mir so ein Pinky-Promise gegeben, dass er niemals mit mir Schluss machen könnte, weil ich wohl die bezauberndste Person auf der Welt bin, bla 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 bla. Und diese Pinky-Promises bedeuten mir jetzt nichts mehr. Nichts mehr, weil die einfach so missbraucht wurden. Also, die haben mir immer alles bedeutet und die haben generell unserer ganzen Beziehung irgendwie voll viel bedeutet. Das war so unser Ding, keine Ahnung. So, es ist wahrscheinlich naiv zu glauben, dass man eine Person sich so sehr liebt, dass man mit der Person noch so viele Jahre verbringen wird. Aber ich habe halt einfach so komplett ich habe komplett geliebt, so einfach frei, ohne irgendwelche so Zweifel. Und diese Idee, die ich früher hatte, dass es eine Liebe gibt, die für immer bleibt und dass jemand mich bis zum Rest meines Lebens lieben wird, die ist einfach weg bei mir. Also ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass irgendjemand mich so lange lieben wird und was wahrscheinlich nicht gut ist, weil ich das denken sollte, aber... Ach ja, und dann war ich auf dem Fahrrad auf dem Weg nach Hause und ich bin fast in ein Auto reingefahren, was meine Schuld war, ich weiß. Ich habe so geheult, es waren zwar nur 3 Kilometer, aber ich konnte einfach nicht. Ich habe mich an den Wegrand gesetzt, irgendwo im Nirgendwo, ich habe so geheult. Meine Freunde haben mich versetzt, ich war einfach nur komplett... am Boden und das war ein Samstag und dann bin ich am nächsten Tag zu einer Frau gegangen, zur besten Freundin meiner Mutter und sie macht so Life-Coaching und dann haben wir darüber geredet. Und nachdem wir darüber geredet haben, ich habe zwar sehr viel geheult, aber nachdem wir darüber geredet haben, ging es nur bergauf. Es war plötzlich alles so, warum bin ich traurig, dass er mit mir Schluss gemacht hat? Außerdem hat er, ich glaube, einen Tag nach der Trennung oder ich glaube noch in demselben Moment, als wir aufgelegt haben, hat er alle Bilder auf Instagram mit mir gelöscht. Und auch sein Profilbild geändert, auf dem ich immer drauf war. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt, ich glaube, 70.000 Abonnenten auf Instagram. Und was er mir damit angetan hat, wusste er in dem Moment vielleicht nicht, aber ihm haben sehr viele Leute gefolgt auf Instagram. Obwohl ich seinen Namen nie irgendwo verlinkt habe. Ich habe seinen Namen nie irgendwo gesagt, aber Leute sind Stalker und deshalb... haben ihm so ungefähr, keine Ahnung, 8.000 Leute gefolgt, 5.000 Leute, irgendwie sowas, ist mir eigentlich auch egal. Und in dem Moment wussten alle Leute, dass es aus ist. In dem gleichen Moment. Und dann musste ich nicht nur mit einer Trennung umgehen, sondern auch noch mit 70.000 Leuten, die dauerhaft gefragt haben und in meine Kommentare geschrieben haben, überall gefragt haben, so, bist du noch mit ihm zusammen, wieso nicht mehr? Und das Schlimmste daran ist, Zuschauer werden sehr, sehr dramatisch und dann schreiben sie, oh mein Gott, die war so süß zusammen, bla 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 bla. Ihr kanntet meine Beziehung nicht. Ihr kanntet vielleicht ein paar Bilder davon in meiner Story. Ihr kanntet so wenig davon. So, ihr könnt das nicht so vermissen. Ihr könnt nicht... Keine Ahnung, ihr könnt Mitgefühl haben, aber... Da muss man nicht so dramatisch sein. Das macht es nur noch viel schlimmer. Wenn ihr bei jemandem in einer Trennung unterstützen wollt, dann sagt...
aufbauende Sachen. Man sagt, keine Ahnung, irgendwas sind gute Sachen. Nicht so, ich vermisse das voll. Das macht es einfach nur schlimmer. Ich habe aber auch unfassbar viele liebe Nachrichten bekommen, nachdem das halt direkt raus war. Ich habe nichts dazu gesagt, bis ich glaube, im November, als ich dann nach Amerika geflogen bin, im Oktober, habe ich dann gesagt, wir sind seit Monaten nicht zusammen, alles gut, mir geht's bestens. Ich habe ihn in Amerika, als ich dann wieder da war, gesehen, denn wir waren bei einem Footballspiel und seine Schwester kam auf mich zu und hat mich umarmt und meinte, wie geht's mir, und war einfach nur mega lieb zu mir, seine Mutter auch. Und er stand daneben und ich habe ihn nicht angeguckt, keine einzige Sekunde, weil, keine Ahnung, er stand so ein bisschen an seinem Auto hinten und so, mich hat es gar nicht gejuckt. Ich war so glücklich in dem Moment. Das ist einfach so, als würde man jemanden sehen, den man seit 6 Jahren nicht gesehen hat. Irgendwie war das so seltsam. Und ich glaube, das Schlimmste an der Trennung war wirklich einfach, dass ich öffentlich damit dealen musste. Ich habe hunderte Nachrichten dazu bekommen. Hunderte Nachrichten. Weil Leute einfach viel zu neugierig sind. So, ich werde darüber reden, wenn ich es möchte, nämlich jetzt. Aber kein Junge ist es wert, dass man wegen ihm weint. Oder kein Mädchen. Dann habe ich eine 3-wöchige Pause von Instagram gemacht, weil ich nicht mehr mit diesen Fragen bombardiert werden wollte. Dann war ich wieder auf Instagram, wurde weiterhin damit bombardiert. Und es hat jedes Mal wehgetan, dass, wenn ich so einen Fragendings gemacht habe, dass dazu Fragen kamen. Ich habe jedes Mal einfach gelöscht. Ein Mädchen wurde sehr penetrant, die hat gesagt, weil du mir nicht antwortest, habe ich deinem Ex-Freund geschrieben. Ich habe ihn ausgefragt und hat sie mir Screenshots geschickt. Mädchen habe ich blockiert. Sorry, aber es ist nicht dein Business, wie meine Beziehungen laufen oder ob die nicht mehr laufen. Dann kam auch so Besserwisser an und meinten, ja, Fernbeziehungen funktionieren eh nicht. Es hatte nichts mit der Fernbeziehung zu tun. Das hat er zwar behauptet, aber wäre man reif genug gewesen, dann hätte man mit dieser Fernbeziehungssituation umgehen können. Das hatte damit zu tun, dass er nicht wusste, was er will im Leben und deshalb die erste Sache aus seinem Leben gekickt hat, die er kicken konnte. Ich bin sehr glücklich im Moment. Ich bin schon seit Monaten darüber hinweg. Ich weiß, so viele Mädchen haben mir geschrieben, auch ein paar Jungs, dass sie jetzt schon seit Jahren mit jemandem Schluss gemacht haben und sie immer noch nicht drüber hinweg sind. Das tut mir unendlich leid, weil ich weiß nicht, wie das sich anfühlt. Ich kann euch da keine Tipps geben. Mein einziger Tipp ist, blockiert diese Person komplett aus eurem Leben. Ich hatte das Glück, dass ich die Person nicht mehr sehen muss, weil sie in Amerika wohnt. Oder er halt. Aber blockiert einfach überall. Schaut nicht nach, ob es ihm gut geht. Schaut nicht nach, wie es läuft oder so. Obwohl, ich weiß nicht, ob man es so allgemein sagen kann. Denn wenn jemand, keine Ahnung, für 8 Jahre zusammen war, dann ist das was anderes als 7 Monate. Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel gelernt. Das war jetzt mein sehr ehrliches Trennungsvideo. Ich dachte, ich warte einfach ein halbes Jahr, bis ich hochlade. So. Das war jetzt mein Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Dieses Video wird wahrscheinlich nicht mehr monetarisiert, weil YouTube es nicht erlaubt, dass man über andere Themen außer irgendwelchen dummen Clickbait-Sachen redet. Deshalb ist es nicht für Klicks. Es geht mir einfach darum, dass ich über alles eigentlich auf meinem Kanal rede und es mir eigentlich ziemlich egal ist. So. Und dass ihr halt auch mal so mitbekommt, was bei einer YouTube-Trennung wirklich passiert. Dieser Pulli ist aus meinem eigenen Shop. Der ist in der Infobox verlinkt. Er ist wunderschön. Ich habe meine eigene Kollektion rausgebracht und mein Bruder hat auch eine eigene Kollektion rausgebracht. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und dann sehen wir uns beim nächsten Mal mit Happy Vibes. Keine Trennung, keine Tränen. Tschüss.